Was Elia und Six am zweiten Ort aus der Zeit des Segelns fanden, überraschte sie sehr. In dem alten Tempel wanderte ein Junge von Eberus namens Ami herum. Nach einem kurzen Kampf gegen den selbsternannten Piraten erzählte er ihnen, wie er auf den Mond gekommen ist. Über den Hopper von Eberus. Sind alle Hopper miteinander verbunden? Und muss man nur das richtige Wort kennen, um von A nach B zu kommen? So, where would you like me to take you? Eberus, I suppose. It's Helm. There people waiting for you there? No. Yes. Maybe. I don't know. You must have parents. Lots of them. None in particular. What's all that anyway? Out there. That's the nebula. Nebula. A bit of it anyway. I think I should get a boat of my own. A pirate should have a boat. Also, dann ist wahrscheinlich er einfach nur generell leise. Ich sehe auf jeden Fall beim Aufnahmeprogramm, dass ein Ausschlag da ist. Also, die Geräusche werden aufgenommen. Die scheinen wohl dann nur sehr leise zu sein, aus irgendeinem Grund. Also, sonst, einfach mal abwarten, bis gleich 10 Wechsel ist und dann vielleicht wieder Musik dabei ist. You're lucky that I found you. I suppose so. Kann man das nur? What do you think? I think I should get a boat of my own. Pirate should have a boat. Okay, wir sind jetzt in der Gesprächsschleife drin. Gut, dann beenden wir uns. Merci then, now I can't keep you with... Amir hieß er! Na, fangen wir mal. No, I can't keep you with me, Amir. I travel a lot. It's not safe. I'm afraid of nothing. Didn't you run away from us down there? Only to gain a higher ground. Ja, dann werden wir jetzt nach Eberus fliegen. We'll head back to Eberus immediately. He's been away too long. Come on. Also ich würde schon gerne, bevor ich ihn woanders absetze, the flight deck is up the ladder. Bevor ich ihn halt irgendwo anders absetze, zumindest mal schauen, ob nicht auf Eberus irgendjemand ihn vermisst oder so. Sailing to Eberus in Ioxian Space. We have the Shrouded Sanctuary and Ghost Wake. Dann geht's jetzt nach Eberus. Ja? Oder vielleicht kann ich einen neuen Kurs plotten. So, gucken wir mal kurz. Wenn ich jetzt hier bin, kann ich vielleicht auch einfach jetzt hier einen neuen Kurs plotten? Nee, nicht. Vielleicht kann ich auch trotzdem in der Iox fliegen. Das zeigt mir ja nur an, wie ich zu fliegen habe. Müssen wir mal dran denken, dass wenn wir... Ist ja, aber dann kann ich jetzt den Autopiloten natürlich nicht einsetzen. Ja, dass wir dann halt bei Iox abbiegen quasi. Gucken wir mal, ob das klappt. Must we return to Eberus, Mistress? I dislike the place. Ja, schön für dich, Six, aber wir haben jetzt halt einen kleinen Jungen dabei, den wir schon nach Hause bringen wollen, ne? It's my home, Six. Und das auch noch, ne? Also, mag vielleicht hässlich sein, aber es ist immer noch zu Hause. But you wouldn't understand that. Indeed not, Mistress. So, erstmal müssen wir ja noch dem Weg folgen.
So, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit wir dann schon sind. Okay, wir sind jetzt da. Wir hätten noch theoretisch umgekonnt. Okay, wir sind also noch ein ganzes Stück weg. They say on Elbereth, if you sail too far, you'll meet yourself coming back. But I've sailed plenty far. And I still don't know who I'm supposed to be. Nice rivers. Lady, this is amazing. Also, das ist der Junge, der spricht. Amir. Can we do another? I want to do another. Nein, wir machen jetzt keinen anderen. So, wir biegen jetzt aber links ab, da, weil, auch wenn nach Everest rechts kürzer wäre, wir wollen zumindest versuchen, vielleicht bei Aerox einen Zwischenstopp zu machen. Lady, can I have a go? Wir halten uns auch weiter links. Ghostwake. Und bei Ghostwake auch links halten und dann wieder links. At flying? Entschuldigung, ich unterbreche die ganze Zeit den Dialog, aber ich will aufpassen, dass wir hier nichts verpassen oder so. You want to learn how to sail? Ja, auch nochmal links. Of course I do. Entschuldige übrigens, dass ich nicht so gut darin bin, Kinderstimmen nachzumachen. Doesn't look difficult. And if I'm going to be a pirate, I need to learn. Wieso möchtest du eigentlich immer den Pirat werden? Why are you so sure you want to be a pirate? Aber hätte ich es gewusst, dass diese Frage kommt. Wo sind wir jetzt? Jetzt müssen wir... Okay, wir folgen dem noch. Hier rechts. Rechts, rechts. Dreimal rechts. Dann... Zweimal links und dann zweimal rechts. Dreimal rechts, zweimal links, dreimal rechts. Können wir uns das merken? Dreimal rechts, zweimal links, zweimal rechts. That's easy. It's what I'm good at. Hast du schon mal ein Schiff gekapert, geplündert, geraubt? So, can I fly? Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, okay, ich könnte jetzt die Steuerung an Six übergeben. Soll wahrscheinlich so darstellen, obwohl ich es an mir überlege. The best turns right, Mistress, as should we. Aber jetzt habe ich jetzt Angst, dass wir direkt bei Everest ankommen, ehrlich zu sein. Deswegen fliegen wir manuell weiter. You don't know how to fly. Rechts rum. Perfekt. It's not as simple as it looks. Are you sure? It looks very simple. Okay. Jetzt ist meine Kopfrechnung gerade ein bisschen durcheinander. Ioxian Space. You just win that handle with every way you want to go. Okay, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir müssen die nächste nach rechts nehmen. You have to follow the currents. Judge the different speeds of the rivers. The speeds of the flow of the rivers. So, wir biegen rechts ab. Na ja, ich weiß, wir haben einen Turn gemisst, aber wir werden jetzt nicht resetten. And it takes strength. The ropes are pulled tight. You have to fly in the wind. So, wir sind jetzt bei Ajox. Ist die Frage, kriegen wir jetzt die Möglichkeit, auf Ajox zu landen? I'm strong. Look at my muscles. Wir sind jetzt bei Ajox. Wir sind jetzt bei Ajox, aber ich habe das Gefühl, da wir nicht den Kurs nach Ajox geplottet haben. I could probably lift your robot. Ja, heb bitte Six nicht hoch. Ich glaube, das mag Six nicht so sehr. You should go right shortly, Mistress. Okay.
War ein Versuch wert, aber wir können leider nicht auf Ajax landen, wenn wir nicht den Kurs dahin geplottet haben. Go on, show me. Okay, Six, du wirst jetzt hochgehoben. You don't mind, do you, Six? Natürlich wird Six was dagegen haben. Der ist miesepetrig. No doubt, Mistress. It is this kind of Kappa that caused you to lose the others. Just stand still, Robert. It's okay, I can get my arms around you. So, weil ich möchte einen Dialog folgen, deswegen wir machen trotzdem manuell weiter. You don't need to not appear to be having much success, child. I could lift you. You're just a funny shape, that's all. I suppose I better let you fly. I can learn by watching you. Das kannst du natürlich machen. So. And steal the ship later from you later. Das ist Regel Nummer 1, nie deine Pläne verraten. Es sorgt dafür, dass die Person sich darauf vorbereiten kann. Our route goes right momentarily, Mistress. Gehen wir mal weiter. What will you do with the boy, Mistress? Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir vielleicht doch seine Eltern finden. I'm not sure. Aurora ist schon eine Mutter. Die weiß, wie man mit Kindern umzugehen hat. Perhaps Aurora could look after him. Nein, hier sind überhaupt keine Vorurteile als Kind oder so. Aber ich würde schon eher den Jungen dann eher einer Person anvertrauen, die schon ein Kind hat, als ein Barkeeper. Um ehrlich zu sein. Everest. This is where Amir belongs. And I could show the die Crystal to Aurai. Stimmt, wir haben ja auch noch einiges zu zeigen. Und wir könnten bei Tapi vorbeischauen. Wegen Artefakten. Stop complaining, Six. That's the gate. He won't go there. It killed me once already. Es hat dich nicht getötet, es hat dich nur woanders hingebracht. I won't go near it. It's safe. I've been through it 100 times. But it doesn't hate you. You didn't say the word. It wants to eat me. Nein. If anything goes wrong, I'll come for you. Again. No. I won't go back and being dead. I won't. Alright, we'll try something else. Also what? I don't know. You don't need to do anything with me. I can look after myself. Junge. The stone feet six. None of the other stages. Das hatten wir doch schon mal. Okay. Wie kriegen wir ihn jetzt in die Stadt? Am besten wahrscheinlich doch erstmal zu Timo dann runtergehen.
Er wird sich wahrscheinlich vollkommen weigern, durch das Tor zu gehen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Slums runter. Down this way. Im Notfall müssen wir ihn irgendwie ausnocken und dann mit in die Stadt nehmen. Maybe Timor will have night here. Oder Timor. Wir bleiben bei Timor. I'll be better off on my own. Nein. Glaub mir, Begleitung ist immer schön zu haben. Jemanden, mit dem man quatschen kann. Die ganze Zeit alleine willst du auch nicht sein. So. Na, wir werden jetzt nicht großartig reden. Wir werden jetzt direkt in die Bar reingehen und Timo fangen. Let's see what Timo makes of you, Amir. Ah, a liar. And this is... why now? Why, I've seen you before, haven't I? Yes. Yep. You know Timo Amir? It's been, what, nearly a year? I don't know, Kisred. And what's the Kisred? He's the one. He's the one who sent me to the gate. What happened to you, boy? Where did you go? He wanted me to slip aboard a ship bound for Iox, but there was a robot. It carried me off again. It took me to the Cutlass Gate, and then I said something to the gate. I don't remember what happened after that. But I died. All right. You can tell me later. Timor, are you smuggling children onto Iox? No. He was supposed to come back. But peace now. It doesn't matter anymore. I won't send you again. There's a bucket in the other room. There might be some clothes. Go and tidy yourself up. Yes, Kisgat. Good face to you, lady. Wieso wolltest du nicht mit in die Stadt kommen? Wir hätten dich so Ohr bringen können. Ich wusste schon beim letzten Mal, als wir mit Dingens hier waren, der schon... okay, sagen wir nichts. Mach mal Pause. Ich wusste schon beim letzten Mal, als wir hier bei Tapi waren mit Timor mit Yatzi. Der war ja, hat ja auch schon gesagt, Timor ist aber nicht in Ordnung. Und jetzt benutzt er auch noch Kinder für seine Arbeit. Mein, nee. Ah, nächstes Mal zwingen wir die Leute mit in die Stadt zu kommen. But you, Timor, are going to explain a few things. I want to know why Amir was boarding ships. You really don't know, Valaya? It wasn't obvious to you as a child working here. It is apparent now. I worked here in the bar? I never went near any ships. You worked here? I never sent you onto a ship. You were too honest, too stubborn, even then. A liar. A lot of people have worked for me. They grow up, some go rotten, others go their own way.
But you slipped away when I had a place for you here. What kind of place? Someone has to look after all this when I'm gone. Someone who deserves it. Someone I can trust. Brains and a heart. I wanted it to be you. You're as bad as Miyari. Everyone wants me to do what they want. No one asks me what I want. It isn't about you. Everest relies on me, Alaya. They call me Kisres, King of Thieves. Did you know that? But that's not the right name. I should be Yai Katinea, he who protects. You didn't protect Amir. And he's not the only one I've lost, Alaya. So he's the only one to come back. But that doesn't change anything. There isn't enough food here, Alaya. There never has been. That's a simple fact. Without me, without my children, hungry people would have set the slums on fire and tried to eat the ashes. And how lucky that you get to profit from it. Would this place be better without a leader? Perhaps the leader should change every week. Only you could even think that, Alaya. But that's why you should be running all this. No one else could grow up here and not realize what this place was. But you. You always see hope. Even when there is none. I could never do what you do. Someone will have to. Amir, maybe. The boy will be safe with me. I promise you that. Don't be a stranger. Come on, Six. Okay, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich erst vor ein paar Wochen den Paten geschaut habe, aber ich habe das Gefühl, Timor ist schon... Perhaps we should return to the ship now, Mistress. Not just yet. Wir wollen noch zu Oroy. Aber ich habe... Also er ist nicht der Netteste. Er hat auch eindeutig seine Schattenseiten, aber ich denke schon, dass er so elementar wichtig für... Elberes ist für das Überleben der Leute, dass man ihn noch nicht einfach sein Handwerk legen kann. Leider. There's much grow here. It seems unlikely, and yet there are so many people. Ja, eben, der Pate von Heaven's Vault. Also, ich glaube schon, dass seine Rolle wirklich nicht gerade unwichtig ist. Auf dem Mond. Naja, aber was will man da machen, ne? Barely anything. We rely on Iox, like everyone else. We know the robot Amir was with spoke a word to the gate. Set Boyaki Gefahr. Nein, Laia, jetzt experimentier nicht herum! Experimentier nicht herum! Katkis. Nothing happening. Ja, experimentier nicht herum. Lass jemand anderen rum experimentieren, den du mit dem Schiff abholen kannst im Notfall. Aber wenn du jetzt verschwindest, holt dich niemand mit dem Schiff ab. Ah. I said Katkis. You stupid contraption. It isn't working. I don't understand it. The word for the gate didn't work. The gate was simply rejected. You.
Why? What did I do? I have no idea, mistress. Set Boyauki refa. Kibenia? Yeni Hua Sale Kataliti. Okay, wo geht's jetzt hin? Okay, wir landen zumindest in der Stadt. Okay, ich bin beruhigt. The goddess name worked. The gate through I was a pilgrim. I thought I was a pilgrim. Ah, ja. Entschuldigung. Gehen erstmal zu Tapi, dann zu Oroy. You sound like you don't approve of the Protectorate. I am neither for nor against it in principle, Mistress. Also, it does not appear to be suitable. So, schauen wir erstmal Tapi vorbei, ob er neuen Kram hat, in den wir eintauschen können. Alaya, come on in. Nein, wir gehen nicht direkt wieder raus. Erstmal reden wir mit ihm. So, Tapi. Okay, dann zeigen wir ihm direkt ein Artefakt. I want to show you an artifact. Oh, yes. A shredded, precisely written book, bound in leathers, dating from the earliest days of the Nebula. Interesting. A beautiful, unique piece. I might be able to make you an offer. Okay, was hast du anzubieten? Sag mal her. Yes, this is... Is it? A figurine carved from bone. Looks like there's an inscription on the bone. Woohoo! Wörterrätsel! This is the end of the longer line of text. Okay, los geht's. Ich setz erstmal wieder ein. Ne? Gibt ja hier, an der Stelle gibt's ja noch nicht so viel zu raten. Das kommt ja gleich erst, wie wir wissen. Und dann können wir mal schauen, ob wir ein paar neue Wörter bekommen. I've done something wrong. Okay, Grounds fliegt raus. Dann packen wir jetzt mal Bird hier rein. Das kam noch da, das noch da. Those can't be the glyphs for Bird at all. Okay, aber der Rest war richtig. Okay, wir haben vier Wörter mit from und for dazwischen. Als erstes haben wir die Möglichkeit einzusetzen. Find und Serpent, weil Songbird auch rausfliegt. Okay. Dann haben wir Metals, Learn, Away, Moves. No, One, Only und Labor. Und als letztes haben wir Next, Last, Blessing und Itself. Wir fangen wie immer vorne an, wo wir auch diesmal nur zwei Wörter zur Auswahl haben. Find und Serpent. Related Words haben wir Place, Ground und Times. Also da könnte man natürlich Serpent gut drin sehen. Erstmal, weil auch, aber es war bei allem so, ähnliche Symbole drin vorkommen. Aber die Schlange, also Serpent ist ja eine Schlange quasi, und die lebt ja auch auf dem Boden in der Regel. Und es würde daher passen. Find ist wieder so ein Füllwort, was generell passen könnte. Times und Place wäre ich in sich sonst jetzt keine Relevantheit. Wäre auch eher bei Serpent. Okay, Anna wäre auch bei Serpent. Oder Evan Hell war schon mal 2 Stunden für Serpent. Dann setze ich das schon mal ein. Falls gleich noch andere Meinungen kommen, können wir es dann ändern. Dann haben wir Metals, Learn, Array und Moves. Rise und Stay haben wir als Related Words. Mit Rise und Stay würde am ehesten meiner Meinung nach Moves reinpassen. Weil auch, ne, Stay ist so ein Gegenteil zu Moves. Rise ist auch eine Bewegung, also Move an sich. Ich würde auch Moves sagen wegen Stay. Ja, das ist auch so mein
ja, größter Gedanke dabei. Oder mein Hauptgedanke dabei. Setz mal das meine. Okay, da steht auch in Klammern Go. Ich sollte vielleicht mal drüber gehen und gucken, was auch in Klammern dabei steht. Gut. Dann haben wir, also Serpent Moves From. Jetzt haben wir ja schon ein paar Wörter, mit denen wir arbeiten können davor. Hier haben wir jetzt No, One, Only und Labor. Und mit Me und We wäre ich bei One. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Run würde da auch gut passen. Setzen wir das mal ein. Haben wir als letztes From One for Next Last Blessing Itself. Related Words Me, You und Your. Itself vielleicht. Ja, ich bin auch am ehesten bei Itself tatsächlich. Ja, nehmen wir das erstmal. Wieder eine schwierige Übersetzung. Ja, ich hab's eingesetzt. Okay, geht doch. Serpent moves from one for itself. I try that again later. This comes from the same place as a dented oil burner I found here before, I think. This should help us work out where to look for the pre-Empire site. So, you've seen it? The figurine for the shredded book bound in leather. Da es uns helfen könnte, würde ich sagen, ja. Agree or not agree? Oder, also, einschlagen oder nicht einschlagen? Eure Entscheidung. Wart kurz und trinkt dabei einen Schluck Wasser. Agree, okay, dann... You have a deal. I think this looks rather good here. Okay, können wir ihm noch was zeigen? Okay, ask another question. Wir versuchen trotzdem immer gucken, wie, ob wir noch eine Frage stellen können. Nee, das mit, wo er das Zeug herbekommt, das haben wir ja schon ein paar Mal gefragt, darauf werden wir keine Antwort bekommen. I want to show you another artifact. Oh, yes. Machen wir weiter mit dem Papier. It's a scrap from a heavy ancient times period hardbound book. Wobei ich die ganzen Bücherkram will ich eigentlich schon gerne auch Huan zeigen, ne? Very nice. I've not seen anything quite like that. I might be able to make you an offer. Ist so schwierig. Wir haben jetzt schon ein Buch abgegeben. Also wir gucken zumindest erstmal, was er uns anbietet. Here we have a functional looking sailor's knife. The back of the blade has been etched with precise characters in ancient script too. This one is a fractured fragment from an even longer phrase. Okay. Emperor? Setzen wir da mal ein. Dann. Wobei, nee, warte, wir nehmen Emperor raus und setzen Places ein. Ha! Dann setzen wir das. Hardstein for all. Ah, hier geht's noch weiter. Dann setzen wir noch das It ein. I've done something wrong. Okay, was fliegt raus? Das It fliegt raus. Alles klar. Dann kommt jetzt noch hier vorne das One. Place. Hearts. For. Komm schon. Jetzt. Geht doch. All. So. This doesn't feel right. Okay, Places fliegt raus. Eigentlich mit das längste Wort. Dann kommt natürlich Emperor rein. Das All kommt wieder ans Ende. Hier kommt das vorhin, da das Hearts. Und dann haben wir natürlich noch das One, das dahin kommt. No good. I'd have to start again and try it a different way. Emperor fliegt raus. Alles klar. Dann. All. Four. Okay, die Steuerung ist hier manchmal echt ein bisschen tricky, wenn so viele Wörter da sind. One. Okay, der Rest fliegt sowieso raus. Okay, I think one must be right. Sehr schön. Okay, wir haben
Ein Wort. Ein Wort nur. In Separation, Sun, People und Empire. Related Words, Emperor, Place und Re. Run, Empire for All. Das macht eigentlich schon jetzt schon sehr viel Sinn. Run, People for All. Eine Personen für alle. Hm. Run, Sun for All würde natürlich auch passen. Run, Separation for All. Also Empire würde auch zu Emperor passen, wegen Related Words. Ganz klar. Empire macht am meisten Sinn, oder? Ja, denke ich auch. Lasst uns Empire nehmen. Continue. Run Empire. Und überlegt euch schon mal, ob wir den Handel eingehen wollen. Ja oder nein? This comes from the same source as the figurine and the dented oil burner, I think. This should make the pre-Empire site easier to find. So, you've inspected the goods. The knife for your scrap from a hardbound book. Wollen wir dann eingehen? Also wenn wir den Deal eingehen, haben wir wieder etwas, was uns mehr Hinweise auf dieses Pre-Empire-Site gibt. Nein, die Frage ist halt, wollen wir die Seite noch Huan zeigen oder nicht? Nee, das andere Buch ist ja schon weg. Ja, dann... Wir können ja vielleicht auch ihm den Deal nochmal vorschlagen. Müssen wir mal schauen. Thank you for letting me see it, but now... Something else, perhaps? Another time. There. Sonst jetzt noch was anderes. Vielleicht können wir den Kami auch hier Huan zeigen und uns dann wieder hier hinbringen. If there's more, let me look another time when my eyes have recovered. Okay, mehr können wir ihm scheinbar auch nicht zeigen. Oder? Ich guck nochmal. I found a few more items you might be interested in. Oh, yes. Nehmen wir das mal. This is the Water Goddess model, fashioned from brass, dating from the earliest day of the Nebula. Nice enough. Well, I can probably do a little distance with that. I have something of a similar period, I think. Now then, an inked river shard. And there's some marked characters on the rivers. This one is several words. Okay, ich setze mal eben schnell ein. Okay, mehr kann man gar nicht einsetzen. Interessant. Ich finde es aber merkwürdig, wenn Wörter vorgeschlagen bekommen, die von den Hieroglyphen her schon gar nicht eingesetzt werden könnten. For that then, this comes from the same site as the model and the masked fragment I found earlier. I think this should help us work out where to look for an unknown extremely ancient site. So, you've seen it. The shard for your water goddess model. Ja oder nein? Ja oder nein? Überlegt mal schnell. Wie gesagt, wir können sonst auch nochmal ausprobieren, ob wir erstmal den Kram nochmal zu Juan mitnehmen, ihn drüber gucken lassen und dann im Anschluss hier hinbringen. Aber ihr sagt ja, okay. Dann gehen wir diesen Deal ein. You have a deal. I'll be sorry to sell this one when the time comes. What you give me will keep me in business for a week. If there's more, let me look another time, my fine lady. Okay, jetzt will er uns wirklich nichts mehr sagen. Okay, er wird uns auch jetzt nur noch wieder die Möglichkeit geben zu fragen, wo er den Kram herbekommt. See you later, Tapi. Dann beeilen wir uns jetzt noch eben schnell zu Aurite zu kommen. Da haben wir heute wieder einiges geschafft. Don't get any less marvelous. Komm mit 6. We have a few new artifacts to trace. We have also pinpointed 2 new locations. An unknown ancient site and a pre-Empire site. Are you ready to go yet, Mistress? Nein, wir wollen noch zu Aurai 6. I want to pay a visit to Aurai. Very good, Mistress. Gut, dann gehen wir mal unsere gute alte Freundin besuchen. Hoffen wir erstmal, dass sie überhaupt mit uns reden will, ne? Mistress, you should know I am most suspicious of your arrangement with Tapi.
But you don't report suspicions to Miari, do you? The professor requires 70% certainty before requesting a report. Was für ein... Warum ist der Text manchmal so schnell? So. Gut, hier gehen wir einfach direkt dran vorbei. Mit ihr reden wir heute mal nicht. Da habe ich heute jetzt keinen Bock dran. Wir gehen direkt zu Oroy. I've had enough of this place. Stand der nicht gerade schon der Typ an der Wand? Also sind wir jetzt im Kreis gelaufen? How is it possible? You remember the Withering Palace? I do not have enough data, Mistress. I think I must consider the matter before. Maybe Aura could help you. I do not want your friend poking around inside my core. She is an amateur. Would you allow a Mercian pig slaughter to perform a hard operation on you? Ah, six. So wird das nie was. So, dann klingeln wir mal kurz. Geben wir ihr Zeit oder klingeln wir direkt wieder? Wir warten natürlich kurz. Wir wollen ja ihre, ne? Wir wollen ja ihre gute Seite erwischen. Ah? Ah? Ah. And what do you want? Can I come in? I bought something to show you. Let's see it then. Na, jetzt kann ich Ihnen nicht die Entschuldigung anbieten. Schade, hätte ich das gerade mal gemacht. Dachte aber so erstmal, hey, lass uns doch reingehen, wäre schöner. Na, naja. Sagen wir erstmal das Teleskop. Look at this thing. I found it way out on a moon, covered in ancient panels. That's beautiful. Some kind of telescope set up to collect something. It probably picked with information if only you could read it. Can you read it? I shouldn't have thought so. Whatever this thing was recording will be packed. Start. If you know what it was supposed to be, then maybe you could read it. But you couldn't guess. But still, it's a beautiful piece. Can you help me trace where it was made? The ancient were recording something. Also ich, stimmt, ich habe die Antwort gar nicht vorgelesen, sorry. Something is happening out there. Darkness is coming. It won't do any good. We can barely handle what's happening here, Elia. Ich kann übrigens die Kamera... Ja, jetzt kann ich die Kamera wieder ein bisschen verändern. Hold it. You can't walk into my house. You don't own this place, you know? Kann ich mich entschuldigen? Nein, ich kann mich wieder nicht entschuldigen. Ja, das mit den Hoppern auf jeden Fall. I wanted to tell you something. Ask you advice about something. Oh no. Not again. Just hear me out. We found an ancient hopper. Are you hoping to sell it to me, Elia? Because I don't want it. I'm not selling anything, Oroy. That's probably worth... It was built into the wall.
saw you hopping. Oh, I can't price it loose. I didn't come to argue with you. Please. So, what did you come here? Sixth sword, the hopper was used to record people. I wanted to see if it was true. To record people? I suppose it might be possible. If you got the eye to ignore the physical matrix entirely. But why would anyone do that? That's a people question. I don't really deal with people. It sounds like you have no idea what you're talking about, liar. Nothing unusual about that, except you normally hide it better. So, where is this hopper? How do you feel about taking a short flight in the Nightingale? You're serious? I'm terrified. I've never said before, you know that. It'd be just like old times. You and me on an adventure together. Old times weren't always good times, Alaya. You always seem to come out unscathed. So you'll come? Let's do it. Right now, before I change my mind. Stand still, mistress. And so we left the surface of Eberus. With enough new evidence to find two new sites. Wunderbar! Damn it.